Erstmal Einstiegsfrage. Bist du zum ersten Mal bei Winterwald oder schon öfter dabei gewesen? Das stimmt, nee, Winterwald zum ersten Mal. Ja. Wie findest du die? Hast du dich schon ein bisschen umgeguckt? Ja, ich bin gerade durchgegangen, habe aufgebaut. Sieht alles ganz gut aus. Mhm. Voll und die Leute sind gut drauf. Sehe ich genauso. Du kommst ja aus München. München ist jetzt nicht unbedingt als, also die großen Techno-Hauptstädte sind immer Berlin, Frankfurt. Wie ist es denn in München um den Techno bestellt? Also jetzt musikermäßig ist da nicht so viel los, aber es sind viele Clubs da. Also das, also eigentlich fragst du den Falschen, weil ich irgendwie in den letzten Jahren so selten da bin. Ich bin am Wochenende immer unterwegs, aber ich kann natürlich nur für die Stadt Werbung machen. Sie ist viel besser als ihr Ruf. Mhm. Wahrscheinlich eine Frage, die schon oft kam, aber trotzdem frage ich nochmal, wie kam denn der Name Zombie Nation zustande? Oh, das ist schon so lange her. Weißt du gar nicht mehr? Nee, ich nicht. Und man damit ja tendenziell ja eher, was weiß ich. Ich will auch hier stehen, ne? Ja, aber das ist so laut. Ach so, jemand Mitte. Mehr macht es. Verbindet man ja sonst eher Horrorfilme oder sowas mit? Hast du irgendwie so eine Tendenz zum Blüten? Nee, ich glaube, mir hat der Name gut gefallen, hat mir gleich im Kopf hängen geblieben und ich bin wieder zugekommen. Das war es aber, Horrorfilme jetzt speziell nicht mein Lieblingsfilm. Ja. Ich schaue mir gerne Horrorfilme an, aber es ist nicht, dass ich jetzt da der super Experte bin oder so. Mhm. Was hörst du denn privat für Musik? Elektronisch also, nur oder Soul, Hip-Hop, also 70er Jahre Funk und so Sachen, das höre ich ganz gerne. Was für Künstler so, die du im Moment ganz groß auf dem Schirm hast vielleicht? Immer Fela Kuti, Afro-Funk-Style und alles Mögliche eigentlich. Das ergibt sich immer so. Ich kann nicht immer, ich habe schon genug Ballerballer den ganzen Tag im Studio und im Club. Ja. Kann man verstehen, ja. Im elektronischen Bereich hat sich ja über die letzten Jahre haben sich viele Subgenres entwickelt. Hast du da noch einen Überblick? Ich denke schon. Sag ich jetzt mal. Findest du es wichtig, dass man da noch Bescheid weiß, neue Einflüsse und so weiter? Ja, auf jeden Fall. Ist einfach zu viel. Das ist ja eine lebendige Musik, ja. Die entwickelt sich auch weiter. Das ist ja irgendwie auch gut so. Also, und du musst den Überblick. Vielleicht kannst du nicht immer den Überblick haben, aber du musst es zumindest versuchen, am Ball bleiben. Das ist eine aktuelle Musik, die sich immer weiterentwickelt. Also du bist auch keiner, der jetzt absolut zu den alten Werten steht und sagt, der 90er-Kram war das Geilste. Und, nee, überhaupt nicht. Also gar nicht, weil das war natürlich alles gut und es ist auch immer noch sehr gut, aber es muss natürlich irgendwie weitergehen. Cheers! Ah, okay, das war ein gutes Segment. Du bist ja jetzt ein Live-Act, kein DJ, wenn man das so sagen kann. Ich spiele auch DJ-Sets. Öfter live. Also. Uh-huh. Kannst du vielleicht mal, weil viele es einfach nicht wissen, gerade mal kurz den Unterschied umreißen zwischen Live-Act und DJ? Ja, also DJ findet halt, gibt es auch mehrere Arten, also Leute auf dem Computer quasi. Also grob gesagt, wenn du DJ bist, spielst du anderer Leute Musik. Wenn ich live spiele, spiele ich nur meine Sachen. Und mit verschiedenen Geräten, Sampler, Synthesizer, alles Mögliche dabei. Muss ich immer aufbauen und habe aber mehr Kontrolle als über den Sound. Mhm. Das finde ich halt interessant dabei. Ja, du bist ja neben Live-Act natürlich auch Produzent. Was gibt dir denn da mehr? Produzieren oder die Auftritte? Also es ist beides, ergänzt sich natürlich, aber ich freue mich natürlich, weil ich Zeit habe im Studio nerdmäßig rumzubasteln. Auch mal die dazu rum zu experimentieren. Und einfach meine Ruhe zu haben, mag ich sehr gerne. Also. Remixen machst du auch? Gibt es irgendeinen Künstler, wo du sagst, wo du sau gerne mal einen Remix für machen würdest? Ja, also ich mache Remixe nicht so gerne, also irgendwie, weil ich brauche da immer viel zu lang dafür und dann nehme ich mir lieber die Zeit für meine eigenen Tracks. Aber prinzipiell, wenn mich was interessiert, also wenn ich jetzt, vor allem wenn es jetzt sagen wir mal aus einem anderen Genre kommt, wo ich dann wirklich noch was dazufügen kann, dann finde ich das schon interessant. Mhm. Die meisten denken ja bei Zombie Nation natürlich zuerst an deinen erfolgreichsten Track natürlich. Wie sieht man das nach 99 kam raus, ne? Wie sieht man das nach all den Jahren? Nervt sein oder ist man immer noch stolz auf so eine Nummer? Ach, es kommt immer darauf an, wie. Also ich meine, Nerven, also das mit dem Nerven ist schon lange vorbei. Ich habe mich daran gewöhnt, sagen wir mal, aber die meisten, würde ich jetzt mal hier global gesehen, also die meisten Menschen auf der Welt wahrscheinlich schon, aber die Leute, die sich jetzt für die Musik interessieren, wissen eigentlich, was ich so mache. Und das sind auch die, auf die ich halt Wert lege, für die ich eigentlich spiele. Ja. Also jetzt nur von einer Crowd zu spielen, die nur wegen Kernkraft 400 da ist, das macht nicht so Spaß. Ne. Wo trittst du denn lieber auf? Club oder Event wie Winterwelt hier?
Aber es hat beides seine Reise. Es hat so Phasen. Ich hätte mal jetzt gesagt, eine Weile lang Club, aber jetzt habe ich es eigentlich auch ganz gerne, wenn es groß ist. Es hat auch, ist auch geil. Also du kannst halt das Spiel mal ein bisschen anders, so ein bisschen intensiver. Und finde ich, beides hat seine Berechtigung, macht beides genauso gern. Ich mag die Abwechslung. Wann ist denn die perfekte Uhrzeit zum Auflegen? Das kommt aufs Land drauf an und auf die Party, würde ich sagen. Okay, kann man nicht pauschal sagen. Wenn die Party um 2 vorbei ist, wie in England oder so mal. Sperrstundenregelung. Ja, oder in Schottland oder so, da ist halt um 2 vorbei, da kannst du nicht um 4 spielen. Da ist natürlich die beste Zeit um 12. Wenn du hier zu Somi-Event kommst, bist du da jemand, der auch mal Sonderwünsche sowas hat? Der Nö. Bier und was ist das, Shampoo? Bist du schon glücklich mit? Ja, da bin ich glücklich mit. Du hast ja gesehen, ich wollte eine Zigarette rauchen. Das war es eigentlich schon. Also bodenständig. Sonderwünsche. Außer das eigentlich nicht. Ich bin gewohnt, dass ich mich darauf einrichte, was so halt geht und so. Es gibt gewisse Standards, die natürlich erfüllt werden müssen. Aber ansonsten würde ich das was sagen. Da bin da recht pflegeleicht. Okay. Gut, Abschlussfrage. Was ist denn das Geilste an deinem Job? Also das Geilste. Aber ich würde sagen, es ist wahrscheinlich, wenn man jetzt zum Beispiel Musik macht unter der Woche, ja, dann kann ich eigentlich am Wochenende das gleich spielen und krieg gleich einfach ein Feedback drauf. Ja. Also das, wenn du jetzt schon einen Job sagst, also wenn man sagt, das wäre ein Job, dann hat man das sonst eigentlich nicht so. Ja. Da kriegst du nicht so das direkte Feedback auf das, was du gerade machst. Also das finde ich auf jeden Fall was ziemlich Geiles dran. Ja. Siehst du es überhaupt als Job? Ich sehe es hauptsächlich nicht, also als Ganzes nicht als Job. Es gibt natürlich Aspekte davon, die man als Job sehen kann, also zum Flughafen fahren und warten auf irgendwas, warten auf den Fahrer. Das hat nichts Besonderes, das ist auch nichts Aufregendes. Das würde ich sagen, das ist der Job-Aspekt dabei. Wenn ich dann auf der Bühne eine Stunde spiele oder irgendwas, das ist für mich kein Problem. Das ist für mich nicht ein Job oder so. Also ich muss sagen, den Job muss ich dann gut machen, den mache ich aber für mich gut. Ja. Und warten tue ich nicht für mich, das ist einfach ein notwendiges Übel. Gehört dazu. Oder?